Hallo Leute, willkommen zurück zu Frozen Synapse und Mission 2 von diesem Abschnitt, nenne ich es mal. Letztes Mal hat uns der Raketenwerfer-Typ, unser Held Nummer 1, wurde ja auch hier zur ersten und einzigen Überlebenden befördert. Unser großer Held ist wieder dabei und jetzt geht es rum und wir hören uns mal an, wir gucken uns mal an, was wir hier eigentlich machen müssen. Okay, das war eine kurze Beschreibung. Erste Überlegung, wenn ich das hier so sehe, muss der Zivilist überleben? Also ernsthaft? Wenn ich die einfach nur da reinmachen bekommen muss, dann wäre es sinnvoller, wenn ich das... Dann brauche ich die Deckung, die da herrscht, ja nicht. Also kann ich auch das machen. Dann mache ich das doch auch und stelle mich mit ihm dahin. Das nimmst du rein und gehst erstmal dahinter und guckst dahin. Mit dir gehe ich dorthin. Dahin. Und darum haben wir einen Sniper. Vor dem sollte ich mich auf jeden Fall in Acht nehmen. Du bist. Ja, ist auch okay. Ich hätte jetzt eigentlich da oben rum erwartet. Du machst hier erstmal ein Continue on Site. Ding. Mach mal den Engage on Site. Gehst bitte noch ein Stück einfach nach vorne dorthin und gucken wir einfach mal, was passiert. Ich meine, was soll schon passieren, außer dass ich sterbe, die überleben, der Zivilist stirbt, ich verkacke die Mission, ich reg mich auf, ich muss nochmal von vorne beginnen. What the fuck war das? Interessant. Ja, sharp like a spoon. Das klingt. Ups. Wow, da bin ich. Ich spiele im Fenstermodus, weil. Ach, ist ja auch egal. Ich spiele im Fenstermodus, sagen wir es einfach. Und. Wieso sehe ich den nicht? Okay, hier machen wir erstmal ein. Was wollte ich? Cancel Aim. So, du gehst dorthin. Cancel Aim. So mache ich es bei dir, dass er... Ne, er geht direkt dahin. Das ist jetzt ein bisschen risikoreich, aber ich will, dass die so ein bisschen aus beiden Richtungen kommen. Wait. Ich kann... Da. Komm. Erstens, das ist nur so halb hoch, da kommt noch rüber und. Ah, da passe ich nicht durch. Okay. Das ist interessant.
Cancel Aim. Du gehst dorthin und hoffen wir das Beste. Ja, vielleicht hätte ich den Raketenwerfer-Typen wieder ein bisschen bewegen sollen. Naja, ich habe 10 Züge. Das sind wir zwar nichts am Bewegen, aber. Was ein krasser Zug. Der hat dem von hinten reingefallen. Er hat nicht nur. Er hat zusätzlich dort einen getötet. Oh. Er wird da doch erwischt. Tja, Buddy. Sorry für dich, aber ich habe diese Runde quasi gewonnen. So, du gehst dorthin. Kurz hier erst noch ein Cancel Aim einfügen. Du gehst einfach nur. Dorthin verteidigst das und also so kein Aim drauf, aber ja, da sollte jetzt eigentlich nichts schief gehen. Der eine da steht nicht gerade in der Position, um mich bei allen abzufangen. Und ich muss ja nur einen da reinbekommen. Wo geht der da hin? Wow, das war einfach. 3 Züge gebraucht. Und trotzdem nur Bronze. Okay, ich habe einen verloren. Ich habe nur einen verloren. Okay. Euch kann man es nicht recht machen. So, ich weiß, das wird jetzt eine sehr kurze Folge, aber sonst dauert die nächste wieder so lange und ich muss mittendrin cutten, was ich je nachdem ja sowieso muss und tja, eine Mission, ein Video finde ich eigentlich trotzdem recht fair. Darum sieht man sich beim nächsten Mal, wenn es wieder Taktikkämpfe gibt und ich hoffe wieder ein Raketenwerfer. Weil Raketenwerfer sind einfach nur cool. Bis dann.